Was geht ab, Leute? Ich dachte, ich überrasche euch mal an diesem wunderschönen, was auch immer für ein Tag heute ist, mit einem kleinen Waldvlog, den ich ja lange nicht mehr gemacht habe. Auch wenn es noch nicht nach Wald aussieht, trust me, gleich gehen wir noch in den, ja, zumindest Halbwald. Hier zusammen mit der Gang, ja, die originale Cast von Straight Outta Compton, mit Leon. Und er ist immer noch mit dabei, ja, mittlerweile 10 Jahre alt geworden. Und aber quick lebendig wie eh und je. Und da sind wir gerade beim Thema Alter und so. Was hat sich eigentlich geändert zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr? Ich dachte, ich mache mal so ein kleines Resümee hier auf dem Kanal mit 5 Themenkomplexen. Einmal das Thema Alltag und Arbeit und so. Was hat sich da verändert zwischen jetzt und damals, als ich 20 war? Dann das Thema Mindset, Wissen und so weiter. Ist ja auch eines der zentralen Themen dieses Kanals hier. Und dann als drittes Thema natürlich Fitness, Kraft, Gesundheit. Was ist da anders mit 30 als mit 20? Als viertes Thema natürlich das Thema Finanzen. Ja, also Dinero, wie sieht's aus? Plata o plomo, ihr wisst Bescheid. Und als fünftes Thema natürlich noch Familie, Frau, Freundin und so weiter und so fort. Der Alltag. Ja, was habe ich eigentlich mit 20 so den ganzen Tag über gemacht? Im Endeffekt, was man immer so als 20-Jähriger macht, nur Scheiße. Nee, also ich habe natürlich damals mit 20, da hat sich alles im Prinzip so immer um das Training herum orientieren müssen. Das kennt ihr vielleicht noch so in eurer extremen Fitnesszeit. Vielleicht seid ihr sogar jetzt gerade in eurer extremen Fitnesszeit. Was ist das eigentlich? Das ist so. Der, also wo man so anfängt, den ganzen Tag zu planen und dann irgendwie sagt so, ja, also die Vorbereitung vom Training, dass man alle Supplemente richtig ordnet, dass man seine Trainingsklamotten und so weiter zusammen rauft, dass man schon vorher plant, wann man dann nach dem Training seinen Magerquark isst und genau alles abstimmt aufeinander, sodass im Endeffekt die Vorbereitung, das Training und die Nachbereitung, ja, irgendwie so 4 oder 5 Stunden des Tages verbrauchen. So war das ungefähr mit 20 damals. Und dann, ja, den Rest der Zeit habe ich irgendwie noch an der Uni verbracht, habe gelernt, Film und Animation und so weiter. Habe damals mit einem Kumpel in einer Zweier-WG zusammen gewohnt in einer Kurfürstenstraße. Was auch bedeutet hat, dass wir dann nach der Uni und nach dem Lernen sehr häufig dann weg gewesen sind, irgendwo noch abends uns mit anderen Leuten von der Uni oder so getroffen haben. Oder ich mich halt um eine meiner vielen Freundinnen gekümmert habe, die ich halt damals zu diesem Zeitpunkt hatte. Und das heißt, das ganze Leben war auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ungeordneter als jetzt. Also mal hat man an einem Tag das gemacht, mal am nächsten Tag was ganz anderes und so. Und im Groben und Ganzen ist es natürlich auch in so einer Großstadt wie Berlin das Leben allgemein immer so ein bisschen anders als wie auf so einer schönen kleinen Insel hier. Mallorca. Ich glaube, ganz Mallorca hat vielleicht so viele Einwohner wie ein Zehntel von Berlin. Ja. Und heute ist der Alltag natürlich ziemlich anders. Heute ist der Alltag so, dass ich eigentlich morgens aufstehe, wenn Trainingstag ist, sehr früh, gleich zum Training fahre, dann zu Hause mit dem Hund rausgehe, erstmal in den Pool springe und das eigentlich wirklich durch die Bank weg jeden Tag. Also es gibt sehr viel mehr Rituale als damals, ja. Und also die Tage sind ehrlicherweise nicht mehr so spontan wie damals, sondern es ist sehr viel, ja, durchgetakteter, will ich es mal nennen, jetzt aktuell. Und auch sehr viel gleicher von einem Tag zum nächsten als früher. Aber das ist auch die Art und Weise, wie ich es mag. Ich mag das ja so, weil so bin ich produktiv. Also es ist alles selbst gewählt so. Und es ist natürlich auch zu einem gewissen Teil einfach eine Sache, die mit einer Ehe, mit Hund und mit Kind und so weiter einhergeht. Weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, fliege jetzt mal morgen spontan nach Rio oder so, was natürlich früher auch nicht gegangen wäre, aus finanziellen Gründen, aber dazu kommen wir später noch. Ja, dann lass das Auto doch darunter. Und der nächste Punkt ist der, dass hier natürlich auch das Leben so ein bisschen chilliger ist, ehrlicherweise, als damals in den 20ern. Das heißt, alle Leute, die hier wohnen auch, sind relativ gut gelaunt meistens. Die Deutschen, die hier Urlaub machen gerade oder hier wohnen, sind sowieso eigentlich gut gelaunt oder locker drauf. Und das heißt,
Eigentlich ist der Alltag wesentlich entspannter, was natürlich auch zum großen Teil am Wetter und am Klima und so weiter liegt. Aber ansonsten ist der Arbeitsalltag natürlich auch einfach wirklich mit mehr Arbeit als damals verbunden. Das heißt, ich arbeite definitiv jetzt aktuell mit 30 wesentlich mehr als mit 20. Was aber auch wiederum daran liegt, dass ich einfach die Dinge mache, die mir Spaß machen. Und deswegen ist es ja eine logische Konsequenz, dass man davon dann natürlich mehr macht. So, der nächste Punkt. Mindset, Wissen und so weiter. Was hat sich da verändert? Und ihr seht, es wird auch langsam grüner hier einerseits. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon als weit durchgehen lasst. Wahrscheinlich nicht. Aber schaut mal, dafür habt ihr das Meer im Hintergrund. Gleich sieht man es noch besser. Naja, man hofft natürlich, dass man sich in dieser Beziehung weiterentwickelt hat. Da kann ich natürlich sagen, was das reine Wissen angeht und vor allem aber auch die Anwendung von Wissen, bin ich natürlich besser geworden, ganz klar. Also ich spreche jetzt zum Beispiel schon fast fließend Spanisch, noch nicht richtig, aber so, dass ich mich im Alltag unterhalten kann. Das heißt, ich habe eine Sprache mehr gelernt. Also das ist natürlich eine Sache, die auch nicht nur dann in Bezug auf diese Sprache mehr Wissen bedeutet, sondern auch natürlich in Bezug auf ganz viele sekundäre Faktoren, die mit dieser Sprache einhergehen. Dann natürlich auch noch ganz viele Wissensbereiche zu beruflichen Dingen, in die ich mich halt eingearbeitet habe. Da ist natürlich vollkommen klar, dass man sein Wissen über die Zeit natürlich vertieft. Einerseits das Wissen aus den ganzen Erfahrungen, einerseits natürlich auch Wissen aus vielen Büchern und so weiter, das man aufnimmt. Aber gleichzeitig ist es auch gewissermaßen so, also jedenfalls bei mir, dass auf einer Seite Wissen reinkommt, auf der anderen Seite aber auch Wissen rausgeht. Ja, okay, warte, hier hast du Foto. Klick! Fertig, kannst du bei Instagram posten. Das zum Beispiel, was zum Beispiel ganz lustig ist, es heißt ja immer, wenn man Spanisch lernt, dann ist es viel einfacher, wenn man schon vorher Französisch kann. Und das stimmt auch, weil Leon, ich habe doch gerade gesagt, ich will jetzt ganz kurz mal die eine Szene drehen, ja? Also halt mal kurz die Fresse. Habe ich jetzt extra gesagt, damit wieder die ganzen Social Justice Warrior sich aufregen. Ihr müsstet mal hören, wie wir immer miteinander reden. Das ist richtig geil. Wir scheißen richtig auf politische Korrektheit und so. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Punkt, der sich nicht so wirklich verändert hat, was meine Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ich mache zum Beispiel viele Dinge, die mit meinem Sohn, die absolut nicht in Ordnung sind, was so die konventionellen Erziehungsmethoden angeht. Und das Lustige ist aber auch, und das ist halt auch eine Sache, die mit, ich bin jetzt nicht mehr 30, sondern schon 32 anders sind als mit 20, dass man halt, wenn man gewisse Überzeugungen hat, dass man natürlich diese immer mal wieder auch hinterfragt, aber nicht deswegen, weil andere Leute das sagen, sondern nur deswegen, wenn man merkt, dass die Ergebnisse irgendwie problematisch sind. Ja? Solange diese Ergebnisse aber nicht problematisch sind, hält man sich an seiner eigenen Überzeugung und es kann einem scheißegal sein, was irgendwelche anderen Leute von einem denken. Stimmt's, Leon? Ja, wollte ich nämlich sagen. So, und der Punkt, den ich aber noch sagen wollte, ist, dass im Französischen ähnliche Wörter wie im Spanischen existieren, genauso wie zum Beispiel viele Wörter in Englisch ähnlich sind oder ableitbar sind dann ins Spanische. Zum Beispiel conducta, conduct, code of conduct, ja, sind so ähnliche Wörter. Aber gleichzeitig, und das ist das Interessante, verlernt man komplett Französisch, wenn man Spanisch lernt. Wir waren jetzt neulich in Frankreich und da kamen Leute, die ich von früher kannte und ich wollte mit denen reden und es kam kein einziges Wort Französisch mehr raus. Ich habe nur noch Spanisch geredet und ich konnte es nicht mehr umstellen, ja. Also, und natürlich andere Sachen auch aus dem Abitur und so weiter und aus der Schule vergisst man natürlich komplett. Wohingegen natürlich man sich immer so die Rosinen immer mehr und mehr rauspicken kann, je älter man wird, die man dann auch tatsächlich im Alltag braucht. Also das, was häufig am Schulsystem ja kritisiert wird, dass es nicht praktisch genug ist, nicht lebensorientiert genug ist und so weiter. Diese Sachen, die eignet man sich nach und nach selbst an. Zum Beispiel Prozentrechnung bin ich jetzt mittlerweile im Kopf schon gar nicht mal so schlecht. Ja? Und habe da so meine Daumenformeln, die 72er-Regeln und all diese Sachen, die ich früher in der Schule nie gemacht habe und nie konnte, die wende ich jetzt aber auf meinen Alltag und meine Aktieninvestments an und kann das wesentlich praxisorientierter als früher. Aber natürlich ist auch viel Wissen wieder nach hinten runtergegangen oder geht wieder verloren. Und allgemein ist es natürlich auch so, ich bin, was meine Überzeugungen und so weiter und das Wissen angeht, insgesamt viel mehr jetzt so, dass ich
viele Dinge einfach aus Sicht von Prinzipien und von Theorien betrachte und nicht mehr nur im Kontext von Informationen. Also als junger Mensch ist man immer sehr abhängig davon, Informationen aufzunehmen, die man irgendwo aus einem Buch hat, weil man im Prinzip noch so die mentalen Modelle zu irgendeinem Prinzip oder zu irgendeiner Welt noch gar nicht aufgebaut hat. Das heißt, als junger Mensch, du kriegst irgendeine Formel oder irgendeinen Leitsatz oder irgendeine Wirtschafts- oder Geschichtswissenschaft beigebracht und dann nimmst du die auf, merkst du dir in der Regel eher so auswendig und dann gibst du sie in irgendeiner Prüfung wieder. Und jetzt ist es halt vielmehr so, dass man gewisse Prinzipien hat, zum Beispiel das Prinzip des freien Marktes oder dass man die Anreize betrachtet, was irgendwie mit Geld und so weiter einhergeht oder mit der Politik und dass man dann einfach, wenn man sich gewissen Problemen konfrontiert sieht oder irgendwelche Sachen liest, dass man dann einfach diese Dinge versucht abzuleiten aus den eigenen Theorien, die man bereits hat. Und hier ist natürlich ein Punkt, den man sehr, sehr stark beachten muss, wenn man älter wird, bei mir auch extrem so, dass man nicht zu überzeugt von seinen Ideen ist. Und das ist ein Punkt, wo ich extreme Probleme mit habe und immer wieder versuche, weil je älter man wird, desto mehr setzen sich irgendwann die Überzeugungen fest und desto schwieriger ist es, von diesen wieder abzukommen. Das Problem ist aber, wenn man zu idealistisch wird und zu stark überzeugt von einer Sache wird, dann ist man irgendwann, wie Charlie Munger sagt, ein Mann mit einem Hammer, der durchs Leben läuft und alle Probleme, die er irgendwo sieht, sind ein Nagel. Und man hat halt nur einen Hammer als Werkzeug. Und überall, wo man irgendwo was hat, haut man rauf. Aber manche Probleme sind gar kein Nagel, für die braucht man gar keinen Hammer. Und deswegen ist es ganz wichtig, unterschiedliche Modelle zu haben und unterschiedliche Theorien zu haben und immer mal auch wieder die Meinung zu ändern. Das ist ein ganz normaler Punkt. Und deswegen ist es eine Sache, die ich erwähnen wollte, weil die, ich finde, wesentlich wichtiger wird, wenn man älter wird. Und allgemein bin ich auch noch vom Mindset viel freiheitsorientierter geworden. Also mittlerweile, wenn ich jetzt irgendwie auch zum Beispiel nächste Woche bin ich in Stuttgart unterwegs, an der Börse, das wird ganz cool, machen wir so ein kleines Community-Event und wenn ich da, je nachdem wie das Wetter ist, irgendwie Turnschuhe anziehen muss oder so McFit-Turnschuhe anziehe, dann komme ich mir immer irgendwie vor wie in so einem Gefängnis, nur weil ich jetzt nicht meine Flipflops anhabe. Also das sind so ganz komische Mindset- und Verhaltensweisen, die man hier irgendwie so annimmt, dass man also sehr freiheitsliebend wird. Ja, aber ich könnte ewig reden, mache jetzt die nächsten Wochen auch noch ein paar mehr Videos zu diesem Thema Mindset und so und Wissen. Aber das sollte jetzt erstmal für diesen Punkt gewesen sein, sonst wird das Video hier viel zu lang. So, was auch mal hier interessant ist, schaut mal her, da hinten, die ganzen fetten Villen da, sage ich immer die Franklin-Villen, weil die so aussehen wie das Haus von Franklin aus GTA 5. Die sind alle komplett leer. Komplett leer, die haben sie angefangen zu bauen und stehen jetzt komplett leer. Voll die Verschwendung, ja, richtig schade. Kommen wir mal zum Thema Fitness und Gesundheit. Was hat sich groß verändert? Naja, visuell gesehen seht ihr wahrscheinlich, es sind weniger Haare auf dem Kopf geworden. Man kriegt ein bisschen mehr Falten und das war es aber auch im Großen und Ganzen. Also die Fitness an sich ist nicht deswegen zwischendurch ein bisschen schlechter geworden, weil ich älter geworden bin, sondern einfach nur, weil ich temporär weniger Sport gemacht habe. Jetzt fange ich aber wieder intensiver an, schon seit ein paar Wochen. Und merke, dass eigentlich die Form sehr schnell wieder zurückkommt. Was allgemein aber so ein bisschen schon anders ist, dass man sich so in manchen Situationen nicht mehr ganz so geschmeidig fühlt wie irgendwie früher. Das heißt, wenn man irgendwie auf dem Spielplatz ist mit dem Sohn und sich irgendwo hochschwingt oder einen Baum hochklettert, dann kommt es schon eher mal irgendwie dazu, dass man mal so irgendwie so irgendeine Stelle vom Körper merkt, wo man früher gar nicht wusste, dass die überhaupt existiert. Ja? Aber es ist alles nur wirklich im absolut minimalen Bereich und auch jetzt irgendwie, was das Gehirn und den Geist angeht, bin ich jetzt nicht irgendwie müder oder so als früher. Ich kann auch, was eine Sache, die sich auch geändert hat, ist komischerweise, dass ich viel weniger Schlaf brauche als mit 20. Das ist eine Sache, die irgendwann, ich glaube, immer mal wieder auch gelesen habe, schon an unterschiedlichen Stellen. Ich weiß gar nicht, woran es jetzt genau liegt. Vielleicht weiß es einer von euch, der irgendwie Medizin studiert oder Arzt ist oder so. Aber ich brauche wesentlich weniger Schlaf. Ich schlafe jetzt manchmal während der Woche nur so 5 bis 6 Stunden am Tag und mache dann so mittags so eine kleine Siesta von einer Viertelstunde und schlafe dann am Wochenende mal so ein bisschen nach, dann wieder so 8, 9 Stunden. Aber an sich, ich komme perfekt durch den Tag, auch wenn ich nur so 5 oder 6 Stunden geschlafen habe. Das ist natürlich geil, ne? Also kann ich mich auch nicht beschweren. Das wäre früher überhaupt undenkbar gewesen, dass man irgendwie
habe ich irgendwie 8 Stunden geschlafen und hätte immer noch weiter schlafen können. Aber das ist heute ganz anders und ich habe auch überhaupt kein Problem mehr, früh aufzustehen. Das war, also keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie anders ist als früher. Und dann natürlich gesundheitstechnisch, zum Glück, alles in bester Ordnung. Keine gröberen Krankheiten, Blutwerte, Blutdruck und so weiter, alles in Ordnung wie immer. Kein Diabetes, keine anderen Zivilisationskrankheiten. Was natürlich ein bisschen zunimmt, ist so ein bisschen das Thema Vorsorge und Präventionsmaßnahmen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Abstufungen, Primärprävention, Sekundärprävention und so weiter. Und das, was wir alle machen, also Fitness ist ja, geht ja über Gesundheit hinaus. Ja, diese Tauglichkeit zu bekommen im Alltag ist ja mehr als einfach nur gesund zu sein. Und was man aber immer mal wieder jetzt auch ernster nimmt, ist das ganze Thema Vorsorge. Zum Beispiel ganz klar, wenn man hier am Mittelmeer wohnt, mindestens einmal im Jahr zum Hautarzt ist extrem wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil beim Hautkrebs ist es halt so, wenn man so einen kleinen schwarzen Punkt irgendwo hat. Aua, alles okay? Dass diese kleinen schwarzen Punkte, die man auf dem Rücken irgendwo bekommt, sich halt sozusagen als Hautkrebs herausstellen können und dann halt eben in die unteren Hautschichten wandern, von dort in die Blutbahn abgegeben werden und dann irgendwo im Rest des Körpers Metastasen sich bilden und man dann richtig halt an diesem Krebs sterben kann. Und das ist natürlich immer scheiße, das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen gehen wir natürlich zur Vorsorge. Und das sind natürlich auch Sachen in anderen Bereichen, wo man dann immer mal wieder guckt, ja, was kann man eigentlich jetzt schon so mit Anfang, Mitte 30 machen, um eben solche, gerade zum Beispiel für Männer, häufigste Krebs-Todesursache bei Männern ist zum Beispiel Darmkrebs. Ja? Und wenn man aber den Darm mal, also es gibt unterschiedlichste Verfahren, einmal es gibt einen Bluttest, es gibt natürlich auch noch die Darmspiegelung, die aber auch nicht ganz risikolos ist. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, wo man herausfinden kann, hey, ich habe keinen Darmkrebs. Und dann ist man auch erstmal eine Weile wieder safe und hat eine der größten Risikofaktoren für Männer schon mal ausgeschaltet. Und das ist also einfach Sachen, wo man sich jetzt mit 30 so Gedanken gemacht, wo man mit 20 dachte, Junge, Alter, nerv mich nicht mit so einem Müll, ja. So, vierter Punkt, die Finanzen und das Geld. Naja, da ist es nicht schwer, sich zu verbessern gewesen, obwohl ich eigentlich Anfang 20 ziemlich viel Geld hatte, weil ich von der Bundeswehr 25.000 Euro insgesamt so angespart hatte, die ich nicht ausgegeben habe, sondern nur gespart habe. Und das heißt, ich bin zwischen 20 und 30 dann wieder wesentlich ärmer gewesen, nämlich auf null. Null Vermögen, null Einkommen. Ja, fahr doch einfach weiter. Ja. Und hatte im Prinzip nichts. Hier hat man immer an dieser Stelle noch eine richtig geile Aussicht auf die Bucht von Palma mit dem Hafen von Porto Pi. Da hinten sieht man noch das, unter diesem Kran irgendwo, müsstet ihr sehen, sieht man noch das Castel del Bever, wo sie früher immer die ganzen Mullers versucht haben abzuwehren noch. Aber die haben dann zwischendurch immer die Insel und ja auch ganz Südspanien eingenommen. Dann war es irgendwann mal wieder in den Händen von den Christen und dann wieder von den, kam irgendein Sultan, hat alle abgeschlachtet und so. Es war auf jeden Fall auch eine lustige Zeit, ja. Und aber jetzt läuft es natürlich finanziell auf jeden Fall richtig gut. Und was auch bedeutet natürlich, dass ich mittlerweile eine ganz andere Unabhängigkeit auch habe, gewisse Sachen zu denken und zu sagen und zu tun und zu lassen, die ich früher halt nicht habe. Und das war ja auch immer eines meiner größten Ziele, weil um richtig frei zu sein, muss man eben auch finanziell unabhängig und frei sein, weil sonst hat man zum Beispiel immer die Gefahr, man postet irgendwas auf Facebook, ja, wovon man voll überzeugt ist und dann zack, nächsten Tag hat man die Kündigung vom Chef irgendwie drin und ist natürlich dann blöd. Ja, das heißt, viele Leute haben natürlich im Alltag das Problem, dass sie finanziell abhängig sind und somit auch nicht hundertprozentig frei ihre Meinung zu gewissen Dingen kommunizieren können. Und deswegen war das mein persönliches großes Ziel immer, finanziell diese Unabhängigkeit zu bekommen, um eben auch ja, in allen anderen Belangen unabhängiger zu werden. Also da kann ich nur sagen, ich beschäftige mich jetzt auch wesentlich mehr mit solchen Sachen wie Altersvorsorge und Anlage und so weiter. Ich meine, da habe ich ja einen riesigen YouTube-Kanal mittlerweile aufgebaut, der von der Interaktion wesentlich größer ist mittlerweile als der hier, als der normale Fitness-Kanal. Und von daher kann ich mich nicht beschweren, was die Finanzen angehen und
bin da jetzt aber auch nicht so der, der irgendwie sagt, boah, es muss immer mehr und immer mehr werden, sondern nur Aktien müssen halt immer mehr rein, ja? Aber nicht mehr Geld, was im Endeffekt ja das Gleiche ist. Nee, Spaß, also wichtig ist halt immer, das habe ich von damals von Earl Nightingale auch gelernt, ja, es ist überhaupt gar kein Problem, nach materiellen Dingen auch zu streben. Ja. Bei mir sind es halt nicht die materiellen Dinge, sondern eher die, diese Unabhängigkeit, die durch diese Finanzen und so weiter kommen, die mir wichtig sind. Ist wie gesagt alles kein Problem, nur man sollte halt nie Diener des Geldes werden. Das bedeutet, man sollte halt immer Geld heiß lieben, aber kalt behandeln, wie André Costolani es sagt, aber nicht irgendwie anfangen, nur noch wegen des Geldes gewisse Dinge zu machen. Und das ist bei mir sogar genau andersrum, dass ich mir immer sage, als erstes muss es Spaß machen und als zweites einen Mehrwert in irgendeiner Form für andere bringen. Und wenn ich dann damit Geld verdienen kann, geil. Und wenn ich damit auch viel Geld verdienen kann, noch besser. Je mehr, desto besser. Aber niemals wegen Geld irgendetwas machen. Ja? Oder irgendwie den Ruf oder irgendwas anderes sozusagen aufs Spiel setzen für Geld. Das war auch, wenn ihr die Anfangszeiten von Strandfigur vielleicht nochmal Revue passieren lässt, eine Sache, die früher ein bisschen anders war bei mir. Ja, da habe ich teilweise haben wir ja schon, auch was die Videotitel anging und was gewisse Sachen anging, einfach auch Sachen natürlich gemacht, die ich jetzt heute so nicht mehr machen würde. Ja, aber natürlich so eine richtige Scheiße wie irgendwie Penispumpen und so ein Kram, da war ich irgendwie glücklicherweise klug genug, auch nie irgendwie mit drin rumzumischen. So, und letzter Punkt, ja, wenn nicht sogar der wichtigste von allen, Familie. Bin gerade jetzt vor 2 oder 3 Tagen, nee, 8.8. war es, zum zweiten Mal Onkel geworden. Jetzt haben wir endlich auch einen weiblichen Nachwuchs in der Familie. Ich freue mich schon riesig. Jetzt, wenn ich in Stuttgart bin, werde ich die dann auch mal kennenlernen. Und ja, das bedeutet, dass im Endeffekt all diese ganzen anderen 4 Punkte, über die wir geredet haben, nicht nur jetzt für euch dann wichtig werden, wenn ihr älter werdet, sondern auch eben noch für eure Familie. Das heißt, es geht jetzt nicht nur bei mir noch mehr darum, sich um die Finanzen zu kümmern, um das Wissen zu kümmern, um die Gesundheit und so weiter zu kümmern, sondern eben auch noch für den kleinen Kollegen da unten. Das heißt, es nimmt einfach insgesamt die Verantwortung insgesamt zu und das ist auch gut so. Es macht auch Spaß. Es ist einfach langweilig, keine Verantwortung zu haben, habe ich gemerkt. Ja? Ganz einfach, nur in den Tag hinein zu leben oder irgendwie nur am Strand zu liegen, ist sowieso langweilig und blöd. Deswegen, Verantwortung ist einfach cool und macht auch einfach Spaß. Vor allem, wenn es halt Verantwortung ist, für die man sich selber jeden Tag aktiv selbst entscheiden kann. Und natürlich, beziehungstechnisch geht es auf und ab, genau wie in der Börse, das ist klar. Aber insgesamt ist es schon gut für mich, finde ich, in einer Ehe zu leben. Das hat natürlich auch Vor- und Nachteile, ganz klar. Das wäre gelogen, wenn ich es sozusagen hier verneinen würde. Aber insgesamt überwiegen die Vorteile in der Ehe, finde ich. So auch einfach so diese Wärme, diese Geborgenheit und dass man sich einfach gut fühlt mit dem Partner zusammen. Und klar, es ist ja die wilden Zeiten, Elvis Presley-Zeiten sind halt vorbei. Es ist einfach so. Aber dafür ist man ja auch jünger, als junger Mensch braucht man ja auch diese Zeit häufig nur als Kompensation für irgendwas anderes noch. Und, aber jede Phase des Lebens ist halt eben auch immer anders. Aber jetzt sind wir hier unten angekommen, jetzt habe ich genug gelabert. Sag mir mal, ob das Video soweit okay war oder ob ich, komm mal her Luke, ob ich irgendwas noch verbessern soll für nächstes Mal. Und ansonsten würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier am Can Pedro angekommen. Eine hervorragende mallorquinische Küche, sage ich euch. Und vor allem keine vegane Küche. Da gibt es, glaube ich, nicht mal eine vegane Speise auf der ganzen Speisekarte. Nee, ist ein richtig leckeres Grillhaus. Hier kommt ganz Mallorca regelmäßig her, um zu essen. Hervorragendes Büffelfilet gibt es hier. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal auf der Insel seid. Can Pedro. Ich verlinke mal die Webseite in der Infobox. Ja? Ohne Affiliate-Link. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und nächste Woche bzw. jetzt die nächsten Tage gibt's auf jeden Fall das versprochene Trainingsvideo noch. Haut rein. Ciao.